Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? So, wir machen heute ein Schminkkörbchen, ja? Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, euch schnell die Produkte zu zeigen, die ich mir gepackt habe, weil ich nämlich auch ein sehr interessantes Augen-Make-up habe, meiner Meinung nach. Also lila, blau trage ich jetzt nicht jeden Tag. Muss aber sagen, mir gefällt es sehr gut und deswegen wollte ich euch auch gleich eine Palette vorstellen, ja? So, Jade the Light. Ich weiß, die ein oder andere sitzt jetzt vor dem Computer. Hä? Was ist da los? Hat die Mutti neue Haare? Ja, habe ich. Ich komme gerade vom Friseur und ich weiß nicht, wie es über die Kamera rüberkommt. Aber ich bin jetzt komplett blond und habe graue Strähnen drin. Es könnte sein, dass es bei euch blau rüberkommt oder grün. Das liegt dann aber an den Lichtverhältnissen, weil ich habe hier einen Spiegel und ich habe auch schon an die 83 Leute gefragt, ob das blau, grün oder grau ist. Und es sagt jeder, dass es einfach einen Silberstich hat, ja. Und draußen in der Sonne, Leute, es sieht so geil aus. Mir gefällt es so mega, mega gut. Ich war erst am Überlegen, mir die Haare komplett grau zu machen, also so wie ich diese Strähnen habe. Aber da mein Mann nicht mal wusste, dass ich heute einen Friseurtermin hatte, wollte ich ihn heute Abend jetzt nicht zu Tode erschrecken, ja? Und I'm gonna ease my way in. Ich mache das jetzt ganz langsam. Guck mal, was er heute Abend sagt. Also ich habe ihm schon ein paar Bilder geschickt und er war sehr angetan. Das gefällt ihm sehr gut. Aber ich denke, face-to-face ist es dann einfach nochmal a different story, ne? So, und ich wollte das Ganze jetzt einfach nicht too much machen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit diesen grauen Strähnen an, weil ich möchte ja irgendwann in dieses, wie nennt man das? Grau-Weiß-Platinum-Dings, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, also haut mir in die Kommentare, Schätzeleins. Was meint ihr? Mutti ist komplett blond. Hier unten, das rasierte natürlich nicht. Also meine Friseurin hat mich gefragt, ob ich das auch gefärbt haben möchte. Aber meine Haare wachsen einfach zu schnell. Und ich mag auch diesen Kontrast. Ja, dass es oben sehr hell ist und dann hier ein bisschen dunkler. Also meine Naturhaarfarbe. Meine Augenbrauen macht sich schon wieder selbstständig. Ich habe auch hier oben überhaupt kein Make-up mehr. Ja, weil von dem ganzen Haare waschen und so. Aber das ist jetzt auch egal. Ich wollte euch meine neuen Haare zeigen oder zumindest meine neue Haarfarbe und mein Schminkkörbchen, weil das in den letzten Wochen wieder sehr oft angefragt ist, denn mein letztes Schminkkörbchen, das ist schon eine ganze Weile her. Schätzeleins, da habt ihr vollkommen recht. Am Slacken, ja? Mutti ist am Schlampern. Es gibt lecker Mango Aloe Vera. Oh Leute, ich bin blond. Ich brech ab. Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, brennst du! Ich liebe mein Schwarz, aber ich find's geil. So, Augen-Make-up. Wartet mal, ich komme mal ein bisschen zu euch ran. Könnt ihr es erkennen? Lila, blau. Fragt mich nicht, was mich da heute Morgen geritten hat, aber ich hatte da irgendwie Lust drauf. Und deswegen, ich zeige euch erstmal die Palette, mit dem dieses Ergebnis entstanden ist. Es ist eine Zoeva-Palette und zwar die Retro Future, glaube ich. Das ist die Umverpackung. Ich habe kein Kunstlicht an, also ich denke, ihr dürft alles erkennen. Das ist die Palette dazu. Und da habt ihr so ein bisschen, oh, spitze, ich habe keine Feuchttücher, wartet mal. So, kann ich euch auch ein paar Swatches machen. Die guten Nivea-Tücher kommen da zum Zuge. Und 1, 2, 1, also 10 Lidschatten habt ihr hier drin. Und so ein bisschen von allem, ja. So ein mega kräftiges Neonblau. Wunderschönes Rose Gold. Einen ganz, ganz tollen Fliederton, der sich wunderbar verblenden lässt, aber man ihn trotzdem noch sieht. Also das ist wirklich eine Palette, muss ich sagen, die habe ich auf YouTube gar nicht oft gesehen. Und die ist aber toll.
Also mir gefällt die echt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe heute mein Augen-Make-up hier mit diesem Fliederton, das ist die Farbe Time Travel, in die Crease gegeben und ausgeblendet. Dann hier mit diesem wunderschönen, ja, das ist so ein changierender Lila-Ton, Cosmic Chic. Den habe ich mir aufs ganze Augenlid gegeben. Dann auch diesen Cosmic Chic am unteren Wimpernkranz und hinten am äußeren Wimpernkranz bin ich dann mit diesem Neonblau. Ja? Einfach nochmal so BAM. Und BAM ist die Farbe auch. Also ich kann euch da gerne mal ein paar Swatches machen. Die sind butterweich. Und guckt, oh, das ist so ein schöner Fliederton. In den Rose Gold gehe ich euch auch mal rein. Oh, wunderschön. Guckt euch diese Farbabgabe an. Also wenn das nicht der absolute Wahnsinn ist, Leute, und guckt mal, was ich noch an Produkt an den Fingern habe. Ganz, ganz, ganz toll. Also wir haben jetzt mittlerweile, ja, kurz nach 17 Uhr. Und, kurz nach 16 Uhr ist jetzt, genau. Und Klein Mäuschen, die macht jetzt einen Mittagsschlaf. Und ich habe dieses Make-up seit heute Morgen, da ich nicht mehr schlafen konnte, um 6:30 drauf, ja. Und ich habe heute Morgen auch ein bisschen länger Zeit gehabt, weil Klein Mäuschen hat geschlafen. Sie war ja in der Nacht öfter wach. Und dann hat sich die Mutti heute Morgen um 6 Uhr gedacht, ich knall mich mal hier vor den Spiegel und wir zaubern was Schönes, ja. Und das war eben die Palette. Also ich finde die grandios schön. Mir gefällt das Augen-Make-up auch sehr gut. Also gerade bei braunen Augen finde ich diesen Kontrast mit Lila sehr, sehr schön. Ich habe ja braun-grüne Augen und ich finde einfach, dass die Augenfarbe dann noch mehr zum Strahlen kommt. Meine Meinung, ja. Habe ich auf YouTube auch schon anders gehört. Aber dieses Schätzchen ist jetzt in meinem Schminkkörbchen. Ich kann euch nie sagen, wie lange ich ein Schminkkörbchen für mich mache. Ja? Also es kann sein, dass ich nach einer Woche schon wieder sage, nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Produkte. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich mit denselben Produkten 3 Monate lang geschminkt habe. Also bei mir weiß man das nicht. Oder dass ich dann einfach mal eine Palette wegräume und mir was Neues raushole und der Rest bleibt aber bestehen. Also ich denke, ihr habt es mittlerweile schon mitbekommen, dass es bei mir nichts Regelmäßiges ist. Ne? Jetzt 1. So. Na, Mutti ist blond. Ich breche ab. Ich kann gar nicht aufhören, mich im Spiegel anzugucken. So, dann habe ich mir eine Palette rausgesucht. Und zwar von NYX ist das eine Highlight und Contour Pro Palette. Kommt mit 8 Farben. Und die habe ich geschenkt bekommen von meiner lieben Caro. Da ist also von allem ein bisschen was dabei, ja. Ihr habt ein Banana Powder, ihr habt Highlighter, ihr habt Contour. Mit diesem Tönchen habe ich heute Morgen auch meine Contour gezogen, wenn sie noch zu sehen ist. Das ist ein wunderschöner Highlighter. Die Puders sind auch wirklich total weich vom Auftrag her. Lassen sich super verblenden. Man kann ganz, ganz toll damit arbeiten. Auch dieser schöne Banana Powder, ja, so ein richtig schönes Gelb. Damit arbeiten ja viele gerne am unteren Auge. Den habe ich jetzt mal hierher geswatcht. Dann, wie gesagt, der Konturton, mit dem ich heute Morgen gearbeitet habe. Das ist ein richtig schöner, aschiger Ton, der mich einfach auch an diesen NYX Taupe Blush erinnert. Also ich denke nicht, dass der Unterschied da groß gegeben ist. Von der Farbe her, es ist ein kühler, aschiger Ton, mit dem man wirklich toll Kontur ziehen kann. Wie gesagt, man kann sich schön verblenden, schön mit denen arbeiten. Ich gehe ja dann auch immer noch mal mit so einem Kabuki hinterher, um noch so zu verblenden, dass man keine Balken im Gesicht hat, weil wir haben natürlich von Natur aus alle eine Kontur im Gesicht, Jazzy Lines. Ne? Ist klar. Und ja, ich habe diese Palette schon eine ganze Weile bei mir in der Sammlung, habe ich bis jetzt aber nie verwendet und muss sagen, ich war heute Morgen hin und weg, also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Und ich zeige euch mal, so sieht es hinten aus. Ihr blendet euch jetzt wahrscheinlich selbst mit der Kamera. Da steht auf jeden Fall kein Name oder irgendwas. Einfach nur Highlight and Contour Pro Palette. Ob es da mehrere von gibt, ich weiß es nicht. Aber guckt euch auch mal diesen wunderschönen Highlighter an. Ja? Kein großer Glitzer, nichts, keine Brocken, keine Stückchen. Lassen sich wirklich schön verblenden. Toll. Freue ich mich, die nächsten Wochen mitzuarbeiten. Dann habe ich mir jetzt mal, womit machen wir weiter? Mit der Foundation. Ich habe mir von Garnier diese BB Cream rausgesucht und zwar die Farbe Light. Ich bin ja jetzt nicht super gebräunt, ja, so hin und wieder gehe ich ja mal ins Solarium. Bei uns kommt der Sommer, glaube ich, auch demnächst. Also der Frühling wird ja immer übersprungen. Bei uns ist es dann 3 Tage warm. Also angenehm, sodass man denken könnte, oh, der Frühling ist hier. Das ist dann aber nur 3 Tage und das geht dann sofort über ins Extreme. Ja, sodass man von 12, 15 Grad, zack, gleich mal bei 40 Grad ist. Und wenn ich dann wieder gebräunt bin, kann ich mit dieser Light-Farbe nichts anfangen. Aber ich habe sie jetzt schon eine Weile bei mir in der Sammlung. Und deswegen habe ich sie mir jetzt rausgeholt. Und, was ein Übergang, von Essence. Coast and Chill, diese Make-up Darkening Drops, ja, habe ich noch nicht mitgearbeitet, habe ich öfter mal in Videos gesehen. Das ist einfach so eine Flüssigkeit, sehr, sehr dunkel und damit, wow, ja, damit könnt ihr für euch zu helle Make-ups einfach dunkler machen und das habe ich gedacht, probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich liebe diese BB Cream, es ist ja keine richtige Foundation. Sie ist sehr leicht auf der Haut, man kann sie super schön verblenden und einarbeiten. Sie sieht sehr natürlich aus, ich habe da immer das Gefühl, wie ein Nichts. Ja, also man fühlt sich nicht zugepatscht und es ist nicht so maskenhaft und natürliche Rötungen kommen noch so ein bisschen durch. Oder auch Sommersprossen, was ich sagen muss, mag ich ja sehr gerne. Also ich liebe Full-Face-Make-up, aber ich liebe auch das, ja, so das Natürliche, wo man einfach sieht, okay, das ist nur eine Tagescreme oder das ist nur eine BB-Creme. Und ja, deswegen also die Garnier BB-Creme als Foundation in Verwendung mit diesem Zeug. 02 Keep Calm and Make Me Darker. So. Dann habe ich habe die Foundation immer noch nicht probiert, von Wet n Wild, die Photo Focus Foundation. Wollte ich mit euch ja eine First Impression machen, weil ich, wie gesagt, ich habe sie immer noch nicht getestet. Ich weiß nicht, wie sie bei mir auf der Haut reagiert. Ich habe, was die Foundation angeht, schon 50-50 gehört. Also ganz, ganz viele finden die klasse. Ganz viele wiederum mögen die aber auch gar nicht. Ich habe sie mir jetzt in mein Schminkkörbchen, weil ich sie mit euch ausprobieren möchte und ich denke, dass ich da am Wochenende dann auch ein Video zu machen werde. Wir sind am Wochenende viel unterwegs und da kann man das Ganze dann mal testen. Dann, seit meine Haut wieder so gut ist, also ich hatte ja zwischendurch richtig, richtig üble Haut. Trockene Stellen, Unreinheiten, extreme Rötungen. Ganz, ganz, ganz schlimm hat es ausgesehen. Ich habe das mit meinem Noxima, wartet mal, da haben nämlich ein paar gefragt, ob ich das mal in die Kamera halten kann. Und da ich bei Walmart war, so sieht das Ganze aus. Das ist das Noxima Classic Clean. Es gibt da auch noch Deep Clean und ich meine, dass es noch eine Variante gibt. Ich verwende aber das Classic Clean und ich hole mir auch immer diese kleineren Größen. Da sind 56 Gramm enthalten. So. Und a little bit goes a long way. Also man braucht da wirklich nicht viel. Und das Pöttchen hält mir dann mit Sicherheit 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie oft ich es verwende. Aber dieses kleine Scheißerchen hat wirklich dafür gesorgt, dass meine Haut wieder schön ist, dass ich keine trockenen Stellen habe, dass meine Unreinheiten weg sind. Und deswegen habe ich mir jetzt wieder diese
Essence Soft Touch Mousse Make-up rausgeholt, weil ich davon auch noch ein paar Backups habe und ich liebe diese Foundation. Also die habe ich heute auch drauf. Mache ich immer hier mit so einem Flatbrush. Heißen die Flatbrush? Foundation Buffer. Und ja, lässt sich super einarbeiten, geht rucki zucki, macht bei mir ein total schönes Hautbild, wenn ich es frisch aufgetragen habe und wenn es nicht schon 10 Stunden drauf ist. Ganz, ganz tolle Foundation. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und man muss aber, wie gesagt, einigermaßen gute Haut haben. Also wenn ihr jetzt extrem trockene Haut habt, so dass man die Schüppchen richtig sieht, würde ich die euch auf gar keinen Fall empfehlen, weil damit betont ihr das Ganze nur und das sieht dann nicht schön aus. So. Genau, also das sind jetzt mal die Foundations, die ich mir rausgesucht habe. Dann habe ich einen Primer. Ja, und zwar von Reval de Loop, diesen Illuminating Primer. Der soll mattieren, kaschieren von Fältchen und Poren und ist ölfrei. Auch den habe ich heute drauf. Muss ich sagen, ist okay, ist jetzt aber auch nichts Spektakuläres. Wobei ich da aber auch wieder sagen muss, ich bin kein Primer-Profi und Primer-Mädchen. Also ich vergesse das ganz, ganz, ganz oft, was mich dann aber auch nicht stört. Ne? Ich habe aber viele Primer zu Hause und deswegen habe ich jetzt mal eins in mein Schminkkörbchen gepackt, weil aufgebraucht werden oder, naja, ob man es aufbrauchen kann, lassen wir es mal dahingestellt. Aber wir arbeiten dran. Gut. Dann habe ich mir als Puder von Catrice Sunglow Mineral Bronzing Powder in der Farbe 010 Golden Light. Das ist ein wunderschöner Bronzer mit einem wirklich tollen Glow ohne Glitzer. Auch den habe ich heute drauf. Wenn ich bei euch also fetttriefend rüberkommen sollte, nein, Jetzelines, das gehört sich so. Nach 10 Stunden Make-up gehört sich das so. Es ist einfach eine wunderschöne Farbe. Auch von der Konsistenz ganz, ganz weich. Kein großer Orange-Stich oder Rotstich. Mag ich sehr gerne, gerade über dieser Mousse Foundation, weil die ist matt. Und wenn ich dann einfach so ein bisschen glowy und Glitzer mag, ja, Glitzer nicht. Glow, dann ist es das perfekte Puder für mich. So, weiter in meinem Schminkkörbchen. Dieses abgeranzte Teilchen, und zwar von Terra del Sol, ist es mein Bronzer in der Farbe 2. Ja, da steht hinten nichts mehr, ich habe kein Deckelchen mehr, nichts. Aber ich finde ihn einfach sehr, sehr, sehr schön. Und ne, wenn hier diese Garnier mir zu hell ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht genug von diesen Drops rein habe, knallen wir uns einfach ein bisschen Bronzer hinterher. Ne? Bronzer und Highlighter, Leute, das ist the shit. TheBalm.com, damit kann man sehr oft ganz viel retten. Und wenn euch jemand drauf anspricht, das gehört sich so. Ihr müsst da immer confident sein. Gehört sich so. So, und dann habe ich noch von Kiko ein Schätzchen. Wirklich sehr, sehr schön von der Verpackung. Mag ich sehr, sehr gerne. Das ist ein Color Splash Multitone Bronzer in der Farbe 02 Jovial Tan. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt was erkennen könnt. Spiegelt euch wahrscheinlich sehr. Und der Name sagt es ja schon. Das ist so ein mehrfarbiges Puder. Mag ich aber auch sehr gerne. Sehr, sehr weich. Wenn man durch alle Farben durchgeht, bekommt man so einen richtig schönen, aschigen Ton. Vielleicht kann man damit auch konturieren. Ich weiß es nicht. Das werde ich in den nächsten Wochen ausprobieren. Kommt auch mit Spiegelchen. So, könnt ihr euch mal guten Tag sagen. Sitzt die Frise noch bei euch? Hätte da jetzt gucken können. Das sind also die Puder, die ich mir rausgesucht habe. Dann gehen wir mal zu den Highlightern. Ich bin ein Highlighter-Opfer. Den ersten haben wir von Trended Up. Natural Radiant Highlighter in der Farbe 010. Wunderschöner, goldener Highlighter. Ganz, ganz, ganz pudrig und weich.
sehr, sehr schöne Farbe, ohne Glitzerstückchen. Ganz, ganz, ganz toll. Oh, der sieht bestimmt auch unter der Augenbraue oder im inneren Augenwinkel sieht der bestimmt total schön aus. Ganz, ganz toller Highlighter. Also den haben wir einmal. Und weil Mutti natürlich Abwechslung braucht bei den Highlightern, ganz klar, von Reval de Loop Glow and Shine Powder. Dieses Teilchen in der Farbe 02 Beach Glow. Und das ist so ein schöner, ja, abgeteilter Highlighter. Wenn man den vermischt, geht der so ins Peachige. Der ist jetzt nicht ganz so weich, muss ich sagen. Aber sehr, sehr, sehr schön. Guckt mal. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Macht auch so einen richtig schönen Speck-Wet-Glanz. Und das liebe ich ja. Dann habe ich mir zwei Blush rausgesucht. Und zwar einmal von Max Factor, ne? Pastel Kompakt Blush 15 Seductive Pink. Das ist dieses Teilchen. Und ja, einfach um ein bisschen Frische ins Gesicht zu zaubern, dachte ich mir, nehme ich mal so einen leichten Roséton. Der ist hier unten. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt einfach meinen No-Make-up-Make-up-Look schminke morgens. Ja, also das ist ja ganz, ganz oft. Ich sehe nicht jeden Tag so aus. Da boller ich mir einfach ein bisschen Foundation ins Gesicht, Augenbrauen, Wimpern. Und wenn die Nacht sehr kurz war, um ein bisschen Frische ins Gesicht zu zaubern, dann vielleicht noch ein Blush. Ne? Also habe ich mir gedacht, sieht bestimmt gut aus. Gerade jetzt, wenn dann die Sonne da ist, so ein bisschen Frische. Und dann von P2 Catch the Glow Go for Glow Blush in der Farbe 010 Beach Beauty. Wie oft ich euch dieses Ding schon gezeigt habe, ich weiß es gar nicht. Aber mega coole, wunderschöner Peach, ja, Goldrosé würde ich schon sagen. Nee, Peachrosé. Ja, ist eher so ein Peachrosé. Wunderschöne Farbe. Und ich habe mir jetzt halt auch gedacht, gerade dann mit den blonden Haaren, sieht es bestimmt sehr, sehr schön aus. So, machen wir hier erstmal wieder alles sauber. Also das sind die zwei Blushes. Meine Puder, die bleiben weiterhin. Ich denke nicht, dass ich dieses Ding irgendwann mal aufbrauchen werde. Von Catrice Skin Finish 020 Natural Beige. Und dann einmal von Revlon Colorstay Pressed Powder in der Farbe Light. Da habe ich jetzt auch schon einen riesen Hit the Pan. Könnte man denken, ja, geht nächste Woche leer, aber das denke ich schon seit 8 Monaten, Schätzelein. Von daher mache ich mir da jetzt keinen Stress. So. Concealer habe ich mir auch ein paar rausgesucht. Und zwar einmal von Manhattan diesen Wake-Up Concealer in der Farbe. Ja. 5140, kann das sein, dass es das hier unten auf dem Deckelchen ist, auf dem Boden ist. 5140. Was ich nämlich auch sehr oft mache, wenn ich jetzt nicht mein ganzes Gesicht zupacken möchte mit irgendeiner Foundation, ich aber trotzdem Rötungen habe und die habe ich von Natur aus, dann gebe ich mir einfach nur so ein bisschen Concealer hier auf meine Backen. Verteile das Ganze mit meinem Real Techniques Schwämmchen und gehe dann mit Bronzer hinterher und dann sieht die Welt schon viel, viel besser aus. Und ich habe jetzt die ganze Zeit den von L'Oreal gehabt. Der geht jetzt auch so langsam. Eigentlich hätte ich den draußen lassen sollen, um den aufzubrauchen, aber ist jetzt egal, weil er ist fast durch. Manhattan Wake Up Concealer, den habe ich jetzt rausgesucht, weil der von der Farbe her am besten zu mir passt. Alles andere, was ich habe, ist doch schon sehr, sehr hell. Und ich würde dann aussehen wie so ein Käsemännchen und das macht ja auch keinen Sinn. Und dann wieder von Maybelline meinen Löscher, ja, fürs Unterauge.
für das untere Auge oder eben die untere Augenpartie. Mag ich sehr, sehr gerne zum Highlighten. Ist jetzt für mich aber nichts, was ich im Alltag verwende. Ne? Also wenn ich jetzt abends mit Schatzi weggehe, so ein Full-Face-Make-up oder wenn ich wirklich extreme Augenringe habe, dann ja, aber den verwende ich nicht täglich. Aber das ist weiterhin für mich der mitbeste Concealer, den ich jemals hatte, weil der super deckend ist. Wenn ihr den fürs Highlighten verwenden wollt, funktioniert überragend. Man kann ihn super schön einarbeiten, ohne dass er in die Linien und in die Fältchen rutscht. Gerade mit so einem Make-up-Eye, ja, und dann noch ein bisschen gesettet mit einem schönen Powder. Hier, ne, Banana-Powder. Und wenn der leer ist, nee, ich brauche mir gar nicht nachkaufen, weil ich habe einen Backup hier von meiner lieben Caro. Ich grüße dich, mein Schatz. So, das sind also die Concealer. Dann habe ich Augenbase und zwar einmal von The Balm. Put a Lid on It. Das ist so ein Eye Primer. Weiß ich nicht, ob der was ist. Essence I Love Stage bleibt. Große Liebe. Astor Perfect Stay 24 Hours Eyeshadow und Liner. Den habe ich heute auch verwendet. Habe den mir auf die Wasserlinie gegeben. Finde ich ganz, ganz toll. Lippenpflege von Aveo. Kokos. Meine Handcreme von Rituals. Diese Rituals of Dao. Grandios. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir noch von Naked diese Urban Decay Basics rausgesucht. Ah, das ist auch so ein verschlossenes Scheißerchen. Da sitzt ein Zuhälter drin und Mutti bekommt das Ding nicht auf. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Palette, die ich mal geschenkt bekommen habe, weil das Schätzelein die Palette nicht verwendet hat. Kommt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farben. Ihr könnt es sehen, wobei ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle und habt sie zu Hause. Es sind nudige Töne. Ja, da ist jetzt nichts mit Blau und Rot, sondern einfach wunderschöne nudige Töne, mit denen man super, super schöne Amus schminken kann. Sollte man gar nicht meinen, wenn man die Farben so sieht, aber ist klasse. Mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich euch auch mal ein paar Swatches machen. Mega Farbabgabe. Kann man sich nicht beschweren. So. Sehr, sehr schön. Also wenn ihr auch irgendwie Looks sehen wollt, ja, oder wenn ihr Ideen habt und sagt, boah, Sandra, mach mal das Blau mit dem Zizarin-Grün und dann noch die Urban Decay dazu, könnt ihr mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren da lassen. Ich gucke dann mal, was ich zusammenbrutzeln kann. So, dann natürlich meine zwei Lieblinge von Catrice, die sind auch immer mit dabei. Einmal 630 Fancier Copper Tea. Hit the Pan hier wird auch immer größer. Wunderschöner Peachton. Knallt richtig schön auf dem Auge. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann weiterhin für unter der Augenbraue 340, ups, New Did It Again. Einen habe ich ja schon aufgebraucht. Das ist jetzt also mein Backup. Und das ist einfach ein wunderschöner Lidschatten. Ohne Glitzer, ohne Schimmer. Ohne Glitzer, ohne Stückchen, ohne irgendwas. Aber einen wunderschönen, leichten Schimmer, mit dem man sich ganz, ganz tolle Highlights setzen kann. Egal, ob das jetzt unter der Augenbraue ist, innerer Augenwinkel, auf dem Lippenherz sieht es auch total schön aus. Also wenn ihr jetzt nicht so diesen Krabäm-Highlighter im Gesicht haben möchtet, aber trotzdem so einen ganz leichten Glow, dann könnt ihr euch auch mal diesen Lidschatten angucken, wenn ihr ihn zu Hause habt. Weil ich glaube nicht, dass es den noch in der Catrice-Theke gibt. Dann habe ich von Malu Wills, das wollte ich heute Morgen eigentlich verwenden, aber in der Früh, ich habe dann nicht mehr dran gedacht, ich wollte unter dieses Augen-Make-up
diese Base setzen. Aber das hat auch so wunderbar funktioniert. Das ist ein Creamy Eyeshadow in einer wunderschönen Farbe. Ja, das ist so ein lila-blau mit Glitzer. Und ich habe mir dann einfach gedacht, diesen Lidschatten oder diesen Creme-Lidschatten mit diesem Lidschatten ausgeblendet, dass es dann noch intensiver ist, weil die Farbe, die ist... Ah ja, gut. Ist der eingetrocknet? Bist du eingetrocknet, Mäuschen? Was ist denn hier los? Ja gut, also ich glaube, das hat sich erledigt. Ich versuche da mal ein bisschen was abzukratzen. Ob der bis unten durch so hart ist. Das sieht aber fast so aus, ja. Oh, nee, Leute, der ist mir eingetrocknet. Guck mal, ich kann da richtig mit dem Fingernagel und dann gibt es da so kleine Würstchen. Und wenn ich da... Nee, der ist durch. Nein! Gut, Thema hat sich erledigt. Schreibt mir mal, ob ich die Dinger irgendwie wiederbeleben kann. Wenn nicht, dann kommt es ins Aufgebraucht. Ich stelle es jetzt mal auf die Seite. Wäre aber sehr schade. Dann muss ich mir noch einen anderen Creme-Lidschatten raussuchen. Und das wurde mir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sandra, du musst die Kopf über. Hab ich, ihr Mäuse, in der zweiten Schublade ganz vorne links. Das sind meine Cremesachen. Und die sind alle so aufbewahrt. Weil ihr zu mir gesagt habt, die müssen kopfüber. Also mache ich kopfüber. Mensch. Ja, und dann noch von Color Tattoo die Farbe 40 Permanent Taupe. Kennt ihr auch alle. Schön als Base oder hin und wieder auch sehr gerne für meine Augenbrauen. Und als Lippenprodukte habe ich mir von Sleek dieses Pout Paint einmal rausgesucht. Das ist so ein richtig geiles Aprikot. Könnt ihr für eure Wangen verwenden als Blush. Also das ist wirklich super, super flüssig. Oder eben auch für eure Lippen. Wartet mal. Mal kurz schütteln. Ja, jetzt. Könnt ihr das erkennen? Mag ich sehr, sehr gerne. Aber nur auf den Lippen, also auf den Wangen nicht bei mir. Das verrutscht und es sieht dann einfach nicht schön aus. Aber auf den Lippen mag ich den Ton sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir noch von Reval de Loop die Farbe 25. Ist es Reval de Loop? Ja. 25 steht hier oben. Das ist so ein richtig schöner Rosenholz-Nude-Ton. Und den habe ich, glaube ich, auch schon eine ganze Weile in meiner Sammlung. Der riecht noch gut, aber schon sehr lange nicht verwendet. Also ich meine, dass ich den schon sehr lange in meiner Sammlung habe. Hauen wir uns mal drauf. Sieht sogar gar nicht mal kacke aus. Ich habe erst gedacht, dass es sich vielleicht mit dem Augen-Make-up beißen würde, aber kann man tragen. Und dann habe ich mir noch einen Gloss rausgesucht und zwar von NYX, einer dieser Butter-Glosse und zwar ist das die Farbe Madeleine. Da brauche ich gar nicht drauf schauen, weil ich kenne meine Schätze. Und Madeleine ist mit einer der schönsten Nude-Töne, was Lipglosse angeht, die ich zu Hause habe. Oh, riecht schön nach Schoki und Vanille. Das ist diese Farbe. Ist aber ein typischer Gloss. Ja? Was bedeutet, wenn ihr längere Haare habt und der Wind weht und ihr zieht euch die Haare aus dem Gesicht von den Lippen hinweg, dann habt ihr eine schöne Lipgloss-Spur, wenn ihr nicht aufpasst. Ne? Also Lipglosse ist ja nicht jedermanns, was ich verstehen kann, aber ich habe kurze Haare und deswegen muss ich mir da jetzt gar nicht so die Gedanken drüber machen. Und ich bin jemand, mir ist es egal, ob ich meine Lippenprodukte ständig nachziehen muss. Also wenn es jetzt nicht alle 5 Minuten ist, ist es für mich okay. Essen, trinken, viel labern ist für mich in Ordnung. So, genau, dann habe ich das.
Dann habe ich meine Mascara. Leute, ich krieg sie nicht mehr. Ich habe mir die ja mal nachgekauft. Meine liebe Marion hat mir die ja mal geschenkt, ja? Und die war Ewigkeiten in meiner Sammlung, bis ich sie ausprobiert habe, aus meiner Backup-Sammlung raus und war hin und weg. Hab das Ding dann aufgebraucht, habe mir über Amazon eine neue Probegröße gekauft, weil das sind ja nur die kleinen, da viele von euch gesagt haben, die große ist nicht so toll. So, jetzt war das Ding auch aufgebraucht. Ich wollte es mir auf Amazon nachkaufen. Ich finde es nicht mehr. Und die große Größe möchte ich aber nicht. Und jetzt habe ich mir einfach ein bisschen Augentropfen hier in dieses Pöttchen und habe mir die jetzt also nochmal zum Leben erweckt und hoffe, dass ich sie somit noch ein paar Wochen verwenden kann, weil ich finde diese Mascara so toll. Habe aber, wie gesagt, wirklich Angst, mir die große zu kaufen, da 30, 40, 50 Dollar auszugeben. Und dann ist die Kacke. Chatterlight. Mutti ist traurig. Ja, und ansonsten einfach Essence Isle of Extreme. Die habe ich mal wieder rausgekramt. Weiterhin mein Schätzchen von Essence, die grüne. Ganz große Liebe. Und dann Mega Volume von L'Oreal Miss Manga Punky. Das sind also meine Wimpernprodukte. Gut, dann habe ich mir noch zwei Düfte rausgesucht. Und zwar einmal von Rituals. Dieses Teilchen ist ein schöner, süßer, rosiger Duft. Ist nicht mein Favorite, ist auch nicht mein Duft. Wobei mein Mann immer fragt, was ich trage, wenn ich diesen Duft drauf habe. Es ist nicht mein Liebling. Ich habe davon schon das Schwesterchen aufgebraucht. Den fand ich fantastisch. Und die möchte ich jetzt einfach aufbrauchen, weil ich von beiden noch ein Backup hier habe. Ne? Es ist ein schöner Duft. Und gerade für den Frühling oder wenn die Sonne scheint, sehr, sehr angenehm, sehr ja, frisch, blumig, aber auch sehr süß. Ein Touch zu süß, meiner Meinung. Da ist jetzt aber nicht mehr viel drin. Davon braucht man auch nicht viel. Also nicht, dass ihr sprüht wie so ein Kasper. 2 Pumpstöße, 3 allerhöchstens. Und man riecht den ganzen Tag. Also bei mir ist es zumindest so. Ich mag ihn, aber kein Must-Have. Und dann bin ich jetzt am Aufbrauchen von Bruno Banani. Einfach, weil ich aufbrauchen muss und möchte. Ich habe so viele Düfte, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe noch mehr Düfte, die sind in der zweiten Schublade. Das sind Backups oder einfach neue Produkte. Ich habe hier oben aber keinen Platz mehr. Ne? Und deswegen muss jetzt was aufgebraucht werden. Also nicht, weil ich diesen Duft nicht mag. Nein, überhaupt nicht. Ich trage ihn auch heute wieder. Es ist ein sehr, sehr warmer, vanilliger, süßer, weiblicher Duft. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und habe ich schon mal aufgebraucht. Und jetzt brauche ich ihn wieder auf. Ne? Also ist gar nicht so lange her, dass ich den geschenkt bekommen habe von meiner lieben Marion. Das waren, glaube ich, 50 Milliliter, oder? 40 Milliliter, ja. Flakon ist schön. Kann man sich definitiv mal anschauen, wenn man zu Müller, Rossmann, DM geht. Aber das sind jetzt mal für mich so die Produkte, wo ich sage, möchte ich ein bisschen dran arbeiten. Ich habe sogar einen Duft aufgebraucht. Den werdet ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Und dann wollte ich in den nächsten Tagen auch ein Baby aufgebraucht. Also nicht, dass ich jetzt mein Kind aufgebraucht habe. Produkte, die Lauren aufgebraucht hat. Ne? Und bei Kindern dauert es ja ein bisschen länger, je nachdem, was es ist. Und der Mülleimer ist voll. Ich denke, dass ich dafür ein Video rentieren würde, definitiv. Wenn ihr da Interesse habt, dann lasst es mich wissen. Schreibt es mir in den Kommentaren. Dann würde ich das in den nächsten Tagen machen, weil I'm ready. Ne? Also Mülleimer voll. Ihr sagt ja, Mutti setzt sich hin, ich drehe das ab. Wenn ihr sagt, nee, zack, Mülleimer, runter, weggeschmissen, dann ist auch gut. So, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, meine Lieben. Ja,
Dann mache ich das Video gar nicht länger wie gemusst. Ich gehe gleich runter, werde das Video für euch bearbeiten. Ihr bekommt es dann morgen zu sehen. Na, wenn ich richtig flott bin, bekommt es die ersten vielleicht sogar schon heute Nacht zu sehen. Ich muss mal schauen. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar interessante Produkte für euch dabei. Wer macht weiterhin Schminkkörbchen? Also ich weiß, das haben mal eine ganze Zeit lang Schätzeleins mit mir gemacht. Und was mich auch interessieren würde, wie lange macht ihr das? Macht ihr das regelmäßig so, dass ihr sagt, alle 2 Wochen setze ich mich hin, kram alles raus, räume um, ne? Ja, würde mich interessieren. Ich müsste es vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger machen. Aber dann denke ich mir wieder, umso länger ich die Produkte ja durchgehend verwende, dann geht halt auch mal was leer. Macht Sinn? Macht Sinn. Leute, ich bin blond, ey. Ich brech ab. Ich finde es so mega, mega schön. Ich hätte nie gedacht, dass mir blonde Haare an mir so gut gefallen. Das müsst ihr mir heute natürlich auch in den Kommentaren da lassen. Wie gefällt euch meine Haarfarbe? Habe ich jetzt aber schön gesagt, gell? Habe ich mir auch Mühe gegeben. So, machen wir noch einen Screenshot. Wunderbar. Und dann beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über 30 Minuten, alles gut. Wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!